Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile, Ihr EU-Wagenpartner in Bielefeld. So, heute haben wir mal ein ganz anderes Auto im Vergleich zu dem, was wir sonst immer gemacht haben. Wir haben uns ja sehr stark bei uns im Haus festgelegt auf SUV. Skoda war ein großes Thema, Tiguan von VW war ein großes Thema. Heute haben wir mal ein ganz anderes Auto und zwar Volkswagen T-Roc Cabrio. Wir stehen ja im Grunde genommen jetzt Mitte April vor dem Beginn der Frischluftsaison. Viele, viele Cabrio-Fahrer habe ich die Tage jetzt schon mal wieder gesehen, als das Wetter ein bisschen schöner war. Das heißt, irgendwo ist wohl das Verlangen ziemlich groß, mit einem Auto mal loszufahren, wo man einfach sagt, okay, Dach runter, Windschutz hinten rein und los geht die Reise. Ich persönlich muss sagen, war anfangs von einem T-Roc als Cabrio nicht unbedingt sehr angetan. Und zwar mit dem Hintergrund, ich mochte bis dato dieses VW Golf Cabrio eigentlich immer, egal in welcher Generation, weil das immer Fahrzeuge waren, die irgendwie was Besonderes hatten, einen besonderen Charme, die auch gerne mal etwas umgebaut wurden, mit einem schönen Radsatz drauf, einer Tieferlegung mit dabei. Man hat junge Leute mit dem Auto gesehen, man hat ältere Leute mit dem Auto gesehen, das passte überall. VW hat letztendlich gesagt, okay, Golf Cabrio produzieren wir nicht mehr, ist von der Stückzahl anscheinend für den Konzern nicht mehr wirklich interessant, aber als Alternative den T-Roc eben halt als Cabrio. Dieses Auto hat ja eine sehr stark ansteigende Seitenlinie. Anfangs muss ich sagen, mochte ich das nicht ganz so, speziell hinten mit diesem pummeligen Popo, so nenne ich das jetzt einfach mal. Mittlerweile, gerade so wie das Auto jetzt hier steht, mit einem schönen Airline-Paket, also mit dem Sportpaket, daran zu erkennen, dass wir hier die Schweller wieder in Wagenfarbe lackiert haben, Stoßfänger vorne und hinten in sportiver Optik, zusätzlich eben halt ein wunderschönes 19 Zoll Rad im Bicolor dabei, muss ich sagen, gefällt mir das Auto ausgesprochen gut. Wir haben natürlich auch zusätzlich diese Airline-Applikation, wie wir es kennen, eben halt vorne in dem Grill wieder. Und vor allen Dingen, was ich auch wirklich ganz markant, ganz außergewöhnlich finde, sind eben halt vorne hier diese LED-Ringe, die wir rechts und links praktisch im Stoßfänger drin haben. Gibt dem Auto eine spezielle Optik und einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert. Dieses Auto jetzt, wie es hier steht, in dieser Airline-Variante ist extrem gut ausgestattet. Ob es die Einparkhilfe vorne ist, die Einparkhilfe hinten, die Rückfahrkamera, ein Totwinkelwarner, ob es, ich sag mal, im Interieur dann eben halt das Teilleder ist, ob es ein virtuelles Cockpit ist, die Navigation, die drin ist, App Connect, das Auto verfügt wirklich, selbst ein Parklenkassistent ist verbaut, über alles Mögliche, was man sich irgendwo so denken kann, was man bei so einem Auto mit reinbestellen kann. Daraus ergibt sich natürlich dann A, eine wunderbare Sonderausstattung, zum anderen natürlich auch eine besondere Optik hier mit diesem Airline-Paket. Automatikgetriebe ist natürlich auch mit an Bord. Jetzt haben wir hier die Zündung an, deswegen piept er jetzt und meckert. Ich mache da mal gerade die Zündung einmal aus. Spiegelpaket ist auch vorhanden, dass er die Ohren anklappt, wenn ich das Auto abstelle. Das sportive Lenkrad natürlich wieder mit Multifunktion, wie wir es kennen. Wie gesagt, die Dinge wie Totwinkelsensor, Blindspot-Sensor. Sitzheizung natürlich mit drin und gerade beim Cabrio eben halt super toll. Hinten gehört ein Windschutz mit rein und vor allen Dingen eine Lenkradheizung. Also wirklich mittlerweile da, egal ob es im Rückenbereich ist, ob es im Bereich der Hände ist, wenn ich dann offen fahren möchte, auch jetzt mal bei Temperaturen, so wie wir es aktuell haben, 6 bis vielleicht hoch auf 10, 12 Grad, kann man in jedem Falle machen. Funktioniert mit dem Auto hervorragend. Windschlüpfrigkeit ist bei dem Auto auch sehr, sehr gut gegeben. Ich sitze also nicht unbedingt in diesem direkten Luftstrahl bei dem Auto, was ja häufig bei vielen Cabrios immer wieder ein Thema ist. Man sitzt in dem Auto drin und dieser Windstrahl trifft einen direkt hinten im Nacken, was dann sehr, sehr unangenehm eben halt ist, gerade wenn es jetzt noch ein bisschen kühler ist, hier bei dem Auto über das Windschutz sofort reguliert. Ich steige mal gerade einmal ein, um mal zu gucken, wie es mit der Sitzposition ist. Also das passt soweit. Höhe können wir noch ein bisschen weiter runter.
Lenkrad kann ich mir auch schön in der Höhe und auch in der Länge positionieren. Und dann sitze ich hier hervorragend in einem Auto. Das passt alles gut. Jetzt geht das Gepiepe schon wieder los. Starten wir gerade einmal. Ich mache einfach hier mal die Tür zu, dann hört das Piepen auch auf. Ah, okay, virtuelles Cockpit ist wieder verbaut hier in dem Auto. Wie gesagt, hier haben wir die Taste für Sitzheizung und Lenkradheizung. Das wird jetzt gleich schnuckelig warm hier im Fahrzeug. Beifahrerseite natürlich auch die Sitzheizung mit dabei. Wird mir auch hier oben direkt mit angezeigt, dass ich diese Dinge mit eingeschaltet habe. Verkehrszeichenerkennung ist vorhanden, also hier fehlt wirklich an nichts in diesem Auto. Ladestation fürs Handy zum Induktivladen ist auch direkt mit verbaut. Finde ich, ist heute auch eine tolle Sache, wenn man unterwegs ist. Man kann das Handy einfach zwischendurch laden. Man hat keinen Kabelsalat hier irgendwo in der Mittelkonsole. Das ist also ganz praktisch gemacht. Jetzt machen wir mal eins. Handbremse einmal anziehen und einfach mal das Dach einmal öffnen. Auch das geht innerhalb von wenigen Sekunden. Und schon wird es hier im Innenraum deutlich heller. So, Scheiben gehen auch direkt wieder mit rauf. Mach das Auto einfach mal aus. Ich steige gerade einmal wieder aus. Und gucken wir mal einmal, weil das finde ich nämlich besonders gut gelöst. Zum einen wirklich hinten ordentlich Platz auf der Rückbank. Und zum anderen, ähnlich wie wir es vom Golf Cabrio seinerzeit auch kannten, das Verdeck liegt hinten praktisch hier im Bereich der Kofferklappe auf. Dadurch ist aber gewährleistet, dass ich noch einen absolut vollwertigen Kofferraum habe, den ich damit nutzen kann. Bei vielen Cabrios ist es ja so, ich sag mal speziell im Roadster-Bereich, Mercedes SLK ist immer so ein Beispiel, das Dach versenkt sich hinten in den Kofferraum rein und das eigentliche Kofferraumvermögen geht mir dann dabei verloren. Das habe ich jetzt hier nicht. Was hier sehr schön gemacht ist, vielleicht können wir da gerade mit der Kamera einmal reinhalten. Wir haben hier unten direkt gleich das Ablagefach für das Windschott. Das heißt, das muss dann nicht irgendwo einfach lose auf der Rückbank liegen, sondern man hat einen speziellen Ort dafür, wo es wieder abgelegt werden kann. Das Ganze klapperfrei, hervorragend gemacht. So, häufig natürlich ein Thema, gerade bei den Cabrios, wenn ich eben halt einen Kofferraum in der Größe nur zur Verfügung habe. Was mache ich, wenn ich jetzt wirklich mal irgendwo was Längeres, was Größeres eingekauft habe? Das beginnt ja bei so einem Auto bereits mit einem Besenstiel. Und da habe ich hier hinten rechts und links die Möglichkeit und kann direkt einfach mal ziehen und umklappen. Somit kann ich zumindest durchladen. Ich sag mal, wenn ich jetzt zu zweit unterwegs bin, bin auf dem Weg in den Skiurlaub, passt da sicherlich auch das ganze Equipment zum Skifahren mit rein. Völlig unkritisch. Also da hat man bei Volkswagen gleich mitgedacht, sodass da vom Ladevolumen jetzt nicht alles komplett verloren geht. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Finde ich ganz klasse gemacht. Auch hier oben nochmal dieser Airline-Spoiler hier hinten auf der Heckklappe. Hier direkt unterhalb des VW-Schilds klappt dann direkt raus die Linse der Rückfahrkamera. Ist also auch vorhanden. Und was ich immer sehr, sehr schön finde, ist so ein bisschen dieses Kontrastbild. Einmal weiß mit dem Schwarz und dann diese wirklich knallroten Rückleuchten hier hinten mit drin. Das ist ein schöner Kontrast, steht im Auto ausgesprochen gut. Sicherlich muss man sagen, hat das Ganze auch seinen Preis. Ein solches Fahrzeug gibt es natürlich nicht irgendwo in dieser 18, 19, 20.000 Euro Klasse, leider auch noch nicht für 30.000 Euro. Das heißt, so ein Auto, da sind wir irgendwo im Bereich 35.000 Euro aufwärts. Aber letztendlich für den Individualisten, der was Besonderes haben möchte, der eben halt sagt, nee, ich will jetzt nicht so mit dem Mainstream-Auto, mit dem Standard-Golf losfahren oder mit dem Polo oder mit dem Auto, was jeder andere auch irgendwie fährt, sicherlich ein tolles, besonderes Auto und eben halt hier auch über dieses Verdeck, was hier verbaut ist. Das ist ein Verdeck, was letztendlich auch noch mal sehr geräuschdämmend ist. Ein Auto, was ich auch über das ganze Jahr fahren kann. Das heißt also, da brauche ich mir keine Gedanken drum machen, weil es gibt für dieses Auto kein Hardtop, was man draufsetzen kann. Aber dieses Verdeck, was hier verbaut ist, das ist ganzjahrestauglich. Wenn wir dann hier noch mal von der Beifahrerseite schauen. Wir haben also auch im Frontbereich, das finde ich immer ganz toll, diese Isofix-Befestigung auf dem Beifahrersitz. Weil es ja häufig ein Thema ist, dass vielleicht so ein Cabrio auch mal im Zweitwagensektor dann gekauft wird. Wir erleben das relativ häufig innerhalb der Familie. Der Mann hat irgendwie seinen Dienstwagen. Frau ist mit einem Kind unterwegs, häufig auch noch ein kleineres Kind. Da kann ich hier einen Kindersitz und auch einen Maxi-Cosi in jedem Falle vorne befestigen. Völlig unkritisch und kann dann hier über den Schlüssel den Beifahrer-Airbag auch deaktivieren. Finde ich extrem praktisch. Gerade dann mal, wenn man jetzt sagt, im Sommer das Kind mal irgendwie abholen vom Kindergarten, wie auch immer, super Lösung. Also auch da ist dann mitgedacht worden, das ist jetzt nicht nur für die Individualisten, für die Singles dieser Welt, sondern tatsächlich eben halt auch als Familienauto ganz attraktiv.
So, jetzt haben wir mal so einen Rundgang gemacht. Wir haben das Auto mal beschrieben. Motorisierung hier verbaut 1,5 Liter TSI, Vierzylinder 150 PS. Also der Motor, der innerhalb des VW-Konzerns für meine Begriffe derzeit der attraktivste Motor ist, der am meisten und am häufigsten gewählt wird, weil er eben halt wirklich, sag mal, im Stadtbereich Landstraße und Autobahn hervorragend funktioniert. Hier in der Kombination mit dem 7-Gang-Automatikgetriebe DSG bei Volkswagen. Also wirklich super komfortabel zu fahren, das Auto. Nichtsdestotrotz auch die Möglichkeit, auf diesen Manuellbetrieb umzuschalten. Gerade wenn ich jetzt mal irgendwie im Sommer eine tolle Landstraße habe, 28 Grad Außentemperatur und ich habe ein paar Kurven, wo ich mal ein bisschen flotter fahren will, dann kann ich das mit dem Automatikgetriebe genauso. Also alles in allem schon so ein Rundumpaket, wo man einfach sagen muss, da fehlt es eben halt an nichts. Und für den, der sich gönnen möchte, bei uns in jedem Falle zu bekommen, einfach anrufen, vielleicht eine E-Mail schicken, vielleicht auch gerne irgendwo einsteigen in die Videotelefonie, auch da haben wir die Möglichkeit. Wir sind per WhatsApp erreichbar, also egal was da ist, gerne anrufen, gerne anfragen. Ansonsten sage ich ganz einfach mal, dies ist heute mal ein schnelles, kurzes Video. Wir wollen da nicht immer den wahnsinnigen Erklärbär machen und immer ein bisschen in die Tiefe eingehen. Für den einen oder anderen ist es sonst vielleicht auch nicht unbedingt interessant. Ich sage ganz einfach vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, gerne bei uns auf dem Kanal den Kanal abonnieren oder halt einfach das Video liken. Und nichtsdestotrotz werden wir auch hier oder da auf Instagram sicherlich von diesem Auto auch wieder was posten. Ich sage erstmal vielen Dank, sag ciao und bin raus.